steht noch hier eine E66, eine ältere. Die habe ich glaube auch noch nicht gefilmt, so wirklich wahrgenommen. Weiter rechts seht ihr dann halt Güstrow schon, ne? Den Windpark, ist schon geil. Hammer. Da seht ihr's. Die 162 da in Porak, das ist Wahnsinn. Die steht auch auf so einem Berg oben drauf, auf so einem Hügel. Schon cool, ey. Ja, und hier ist die E66 nochmal. So, da ist das bei uns heute. 162. Ich hoffe, die hört nicht gleich an, ey. Scheiße, die dreht sich ziemlich langsam. Eieieiei. Bin ja gleich da. Da ist sie noch. Doch schneller als gedacht. Ich hatte das Ziel dahin eingegeben, aber das ist der Weg, wo ich, den ich schon mal gefahren bin. Ja. Jetzt steht das Riesenmonster. V162, ich glaube 6 Megawatt hat sie. Ja, der Burner, ne? Und sie dreht sich. Cool. Auch wenn nicht viel, aber es geht. Ich bin jetzt die ganze Zeit im Brenzlau rumgejuckelt, nach einer scheiß Speicherkarte zu gucken, ne? Im Brenzlau gibt es Euronix, da bin ich hin. Haben sie seit 6 Jahren nicht mehr im Angebot. Ich weiß nicht. Man braucht doch so eine Micro-SD-Karten. Haben die nicht. Haben die einfach nicht. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich noch suchen kann hier. Kaufland habe ich keinen Bock gehabt, da hinzufahren. Da habe ich keinen Parkplatz gefunden mit den Großen hier. War alles voll. Ja, und jetzt weiß ich auch noch nicht, wie ich es mache mit der Drohne, ne? Ja, immer dasselbe Problem. Ich werde mir mal noch ein paar mehr Speicherkarten zulegen. Ja, und dann ist das Problem auch gelöst. Ich habe noch eine kleinere mit, aber mal gucken, wie das wird. Ach, geil. Geil. Ja, hier könnte man auch gut pennen. Gefällt mir auch sehr gut. Das ist ja auch ein Berg hier. Und das, wo heute früh der Nebel war, das war ja so eine Senke dann quasi hier runter. Da siehst du, da unten hat es auch gekracht, das ist ein Unfall passiert. War schon Umleitung. Mann. Ob es eine schlimme ist. Tja. So, ich fahr mal hier hoch. Alles ganz schön steil hier, du. Aber ja, fahren wir trotzdem hoch. Haben wir eine gute Sicht da hier oben dann. Ja. Ah, die Friesier stehen auch noch da, wie geil. Boah, das ist aber auch hier steil gemacht, du. Meine Fresse. Ah, ich parke jetzt hier. Den Rest laufe ich hoch. Ich will meinen Camper nicht so quälen. Oh, guck mal hier. Ein Hub. Da. Komm genau richtig zum Hub hier. Cool. Jetzt wird das erste Rotorblatt gehoben. Boah, ist das eine Sicht. Ich glaube, ich bin noch höher jetzt als in Schenkenberg, im Brenzlau da unten. Ja. Da habe ich wieder Quatsch erzählt vorhin, ne? Dass ich da höher bin, aber nee, das sieht hier viel höher aus. Ja. Herzlich willkommen im Windpark Güstrow. Und wie sie alle heißen hier, ne? Da ist der Klopper, 162er Vestas mit 6 Megawatt. Namehöhe, was hatte die? 160 oder sowas? Oder 66? Ich weiß es jetzt leider nicht im Kopf. Ja. Oh, ja. Ah, cool, die Friesier stehen auch noch hier. Wie geil. Haben wir noch nicht zurückgebaut. Was ist denn da jetzt? Jetzt hängt das Rotorblatt dran und passiert nicht schon was. Wo sind denn die mit dem Ventoturm da hinten? Dahinter. Ja, die kommen dann noch weg wieder. Und werden dann wieder neu errichtet mit Max-Bögel-Turm. Da ist auch noch eine. Stehlichter. Ah, schon krass. Vor 2 Jahren war ich hier. Jetzt ist es wirklich vor 2 Jahren. Heute ist der 23. September 2022. Und 2020 war ich auch hier. Geil. Oh, ich bin begeistert. So, jetzt ist er ausgegangen. Naja, gut. Ist halt so. Aber sie hat sich gedreht, wo ich herkam. Das ist schon mal gut. Und sie wird auch wieder anfangen, sich zu drehen, denke ich mal. Oder auch nicht. Vielleicht ist auch dann gar kein Wind mehr jetzt. Vielleicht ist dann jetzt Schicht im Schacht. Wie geil. Mann. Ich weiß nicht, was ich zuerst hier zeigen soll. Ganz ehrlich, ey. Ich bin völlig verwirrt. Ja. Schon geil. Diese riesengroße Narbe vorne dran, heftig. Delta 4000 steht hinten dran und Denkorn Wolf ist Betreiber. Also Denkorn Wolf hat ganz schön viele Windparks in Beschlag. Schon Wahnsinn, wo man die schon überall gesehen hat oder die Namen an den Anlagen. Erstaunlich, dass noch die ganzen Altanlagen noch hier stehen. Ich dachte schon alles weg. Hier die 138, die letzte Mal frisch errichtet wurde.
ist hier hinten ein Logo drauf. Komisch. Ich habe noch nicht gesehen. Ja. Da hinten haben wir dann die EP3, die 126er, die große. Und dann schön dazwischen noch die kleinen E40. Da will ich nochmal ein Foto machen. Ich werde hier mein Klapprad mal rausholen und dann fahre ich hier mal eine Runde. Wird zwar anstrengend sein, berg hoch, berg runter, aber egal. Wäre ich jetzt mit dem Auto rumjucke. Ja. Cool, cool, ey. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was ich zuerst zeigen soll hier. Das ist so geil. Ich habe ja hier noch Speicher hier drauf. Ja, da habe ich geschlafen, da unten in Schenkenberg. Oh, die Kleinen, die trennen sie immer. Boah, ey, die fallen vielleicht auch nicht mehr auf, die ganz Kleinen. Also, die übersieht man ganz schön schnell. Da kommt die 40, da hinten ist die BWU. Und da habe ich geschlafen. An der E82, da. Hinter der E40. Ja, das ist auch ein Bit für die Götter. Die kleine E40, dahinter die große E82. Ja, ist schon Wahnsinn. Ich habe hier noch einen Bericht gefunden von 15.03.22. Größte Windenergieanlage der Uckermark. Ist das hier. Kugel N. 80 Meter langes Rotorblatt. Haben wir hier was mit der Namenhöhe? Eine Namenhöhe von 169 Metern. Alter Falter, deswegen sieht das so mega aus und die steht auch so hoch, das ist schon heftig. Ah, das ist krass, die steht auf dem Berg und hat trotzdem so eine riesengroße Namenhöhe. Wahnsinn. So, was steht hier? Sie gehört zur 6 Megawatt Klasse und soll jährlich rund 30.000 Megawattstunden ins Netz der EDIs einspeisen. Aha. Was steht hier noch? Das sind die Merkmale, die in der Uckermark bislang unerreicht waren. Damit hiervon auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort profitieren können, bietet der Projektentwickler die MLK-Gruppe. Oh, ja, dann wisst ihr erstmal Bescheid, was für eine Namenhöhe die hat hier. 169 Meter. Ist ja Wahnsinn. Max-Bögelturm. Ja. Ich kann ja mal die Nummer noch eingeben. Bei der NIS. Das ist eine geile Gegend, muss ich sagen. Ah, herrlich. Mensch, warum ist das bei uns nicht so schön? Siehst du, hier sind wir die Klötze und ich denke mal, die sieht man sehr oft jetzt bei den Vestas-Anlagen, dass die, da vermute ich jetzt, dass die da, was steht denn hier drauf? Ich weiß es nicht, ob es stimmt, weil hier sind jetzt keine Haken oben dran oder Ösen. Wenn die den Bordkran runterlassen, damit die Seile daran festmachen können, damit das nicht so rumbaumelt, das würde ich vermuten jetzt. Ach, guck mal, jetzt heben sie das Rotorblatt hoch. Cool. Jetzt geht's los. Die nächste wird errichtet. Junge. Es ist so geil. Hier oben könnte man im Camper eigentlich auch stehen. Hier nochmal hier hochfahren, hier oben pennen. Eigentlich wäre das schon cool, ne? Unter der 162er schlafen. Das wäre doch was. Also dieser Ausblick hier gefällt mir noch besser als in Schenkenberg oder auf dem Schenkenberg da, muss ich sagen. Hier kann man noch viel mehr sehen und erleben. Ja, das ist der höchste Punkt, würde ich jetzt so sagen, hier von der Uckermark. Es gibt noch höher, da hinten die Matteshöhe, da ganz hinten, ist auch recht hoch. Da war ich ja schon, wo die Zypris stehen und die G36er und die Vestas 150er und Enercon 138 und. Ne? Es ist genial. Aber hier, was liegt wieder hier? Müll.
Okay, hier trifft sich die Jugend, dann werde ich hier nicht schlafen. Da habe ich keinen Bock drauf, dass hier abends welche kommen. Klar, ist ein guter Treffpunkt hier, aber für mich, der seine Ruhe haben will dann und schlafen, ist das doof. Auf jeden Fall dreht sie sich wieder. Geil. Einfach nur geil. Ach, herrlich. Und dann so ein geiles Wetter. Wunderbar. So, hier sieht man Gemeinde Prenzlau Stadt, Kreis Uckermark. Standorthöhe über Meerspiegel 84 Meter sind das nur. Das hier höher vor. Namenhöhe über Grund 169 Meter. 5600 kW. Siehst du, hier steht wohl so. Und eigentlich hat sie 6 Megawatt, ne? Ja. Naja, egal. Sie steht da und welche Leistung die jetzt hat, das sieht man jetzt von außen eh nicht. Von daher ist halt so, ne? Ich hätte gedacht, wir sind höher über Meerspiegel, das ist Wahnsinn. Wie flach das eigentlich ist dann? Vor allem, wenn hier runter dann, ne? Das ist schon ordentliche Steigung hier hoch. Wahnsinn. Aber schön. Echt schön. Ja, jetzt ordentlich regnet mal. So viel abgesackt da oben. Boah, ey, da würde ich mal ja noch hoch. Das wäre eine Aussicht nochmal da oben. Mega. Mega schön. So, der Flug ist bald oben angelangt.